Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Ja, ihr habt schon gemerkt, wir haben hier leider Besuch. Ich scanne hier nochmal alles durch. Hab diesmal die Seemotte genau vor dem Eingang hier geparkt. Mit Licht, dass ich weiß, wo ich hin muss. Ja, ich muss mich selber auslachen, was soll ich tun. Aber ich hätte es fast rausgeschafft. Ihr merkt schon, wir werden hier belagert von einem wunderbaren Alien. Kann man ja immer brauchen. Und wir scannen hier halt wieder mal brav in der Gegend rum. Versorgungskiste machen wir natürlich wieder auf. Huch, ich stecke fest. Auch hier die Krebsschubkanonen, Ärmchen. Nehmen wir alles mit. Ich schiele auch ein bisschen rüber. Krebsfragment sogar. Schiel auch ein bisschen rüber zu unserer Luft. Damit ich diesmal im Optimalfall rechtzeitig wieder raus kann. So. Gut. Das zu dem. Ich gehe gleich Luft holen. Sofortigst. So. Jawohl. Und dann nochmal rein hier. So. Please observe safety protocol CSP21 before handling classified cargo. Ja. Wir dürfen halt gar nichts. So schaut's aus. So, ja. Das ist eine verschlossene. Ich glaube, ne? Die muss ich wieder. Dann. Genau, den Wärmereaktor, den hat man schon. Den. Huch. Na, was machst du denn? Den Kompositpflanztopf hatten wir schon. Dann auch das Bettchen hier drüben. Dann geht sich noch der schöne Pflanztopf aus. Dann werden wir mal. Ist es ausgegangen? Ja. Schöner Pflanztopf. Dann gehen wir mal nochmal zurück. Hier ist nichts, ne? Nein, hier war nur die Kiste. Nochmal schnell Luft holen. Und dann schauen wir, ob das irgendwie noch zum Aufmachen geht. Mit unserem Schwarzgerät. Mit unserem Lasergerät da. Dass wir die Tür aufbringen. Und dass wir vielleicht noch irgendwas finden. Also die habe ich gemeint, ne? Na. Okay. Die geht leider gar nicht auf. Mhm. Dann halt nicht. Aber wenigstens für unser Krebserl haben wir was gefunden. Bei Einrichtungsgegenstände auch noch. Ja. Mehr geht dann hier halt scheinbar nicht. Okay. Mann, lass mich hier raus jetzt wieder. Ist ja unfassbar. Hier ist scheinbar auch nichts, das weitergeht. Na. Okay, dann hätten wir das hier auch schon geschafft. Gut, gut. Hier ist dann auch nichts weiter. Nein. Gut. Dann können wir uns schleichen. Leider Gottes wieder nicht das Gewünschte. Aber wird schon werden. Ich schaue hier noch kurz, ob es möglicherweise noch einen zweiten Eingang geben würde. Da eventuell da oben. Da wäre ein Riesenloch. Ich versuche mal mein Glück. Halt. Da ist nichts, ne? Hier, ne? Hier haben wir noch was. So, nochmal Schubkanönchen. Nochmal Schubkanönchen. Na, jawohl, doch. Schubkanonenarm für den Krebs. Dann mal schauen. Oh, das war zu nah. Hier öffnen. Gut. Ja, auf die Hitten. Gut. Nochmal kurz hier draußen schauen. Da war nur mehr Titan, ne? Hier geht eh nichts auf. Nein. Hier haben wir nochmal. Brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber ist wurscht. Ah ja, nochmal Luft holen gehen, bevor ich da wieder mal elendigst saufe. So ein Stück zurück vielleicht. Und ein Stückchen näher ran wäre super.
so. Genau. So. Hier nochmal durchchecken, ob hier was draußen schon wäre zum Scannen. Schaut nicht aus. Dann rein in die gute Stube. Hier. Schließen tun wir nicht. Hier war nochmal so eine Schubkanonenfragment. Also das ist hier nicht zu übersehen. Eindeutig nicht. Dann die Datenbox. Der Stilanzug. Wow. Nice. Neuer Stofffetzen für uns. Dann vorsichtig halt mal hier durch. Ob hier noch was wäre? Na, schaut nicht so aus. Doch, hier ist noch was. Ein Bilderrahmen. Sehr gut. New Blueprint acquired. Jawohl. Aber jetzt sind wir scheinbar fertig. Ja, können wir wieder raus. So. Nochmal schnell kontrollieren. Aber schaut nicht aus. Doch, war hier was? Hier, Lichtstabfragment. Oha. So, haben wir den auch. Siehste. Ah, jetzt muss ich hier mal raus. So, Luft holen. Ui. Wo ist sie denn, die Motte? 30 Sekunden. Ja, ich finde gerade meine Motte nicht an. Sehr gut. Das hat sich ausgezahlt. Super. Gibt es dann noch eine Einstiegsmöglichkeit? Hier unten vielleicht noch was? Ja. Da schaut mal. Da wäre wahrscheinlich noch eine Möglichkeit. Nein, doch nicht. Wow! Ach, ich hasse dich. Welcome aboard, Captain. Dieses Viech hat uns noch gefehlt, ne? So. Zyklop-Maschinenfragment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zyklop-Maschinenbauplan. I'm freuing. Oh, I'm freuing. Habe ich dafür jetzt schon alle Teile oder noch nicht? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Oh Gott. Geh doch einfach weg. Nochmal ein Zyklop-Maschinenteil. Jawohl, wir haben das fertig. Gut. Oh mein Gott, ein Zyklop. Wir können ihn bauen. I am glücklich. Wurfhaken an. Schau ich noch, ob ich den jetzt da... Ja. Haben wir auch alles. Jetzt fehlt echt nur mehr der Maschinenraum. Gib her das Zeug. Was ist voll? Weg damit. Na, gib mir das Wasser, Trottel. So. Oh, wie schön. Kernreaktor brauche ich jetzt auch noch. Haben wir auch alles, passt. Da ist nix. Oh, wie nice. Oh, wie nice. Ich bin glücklich. Gelsack habe ich noch nicht gescannt. Bin ich besoffen? Wahrscheinlich. Habe ich Platz? Gleich. Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit. Nein, den Gelsack. Danke. Oh Mann, wie geil ist das denn bitte? Noch einmal schön umschauen. Was haben wir hier noch für ein Teil? Eh nichts mehr Besonderes, ne? Ja, ich sollte abhauen. Bevor ich hier sterbe. Maschinenfragment, Zyklop. Oh mein Gott, ich bin gerade... Ja. Oh mein Gott. Ich bin gerade mehr wie glücklich. Einsteigen. Bin gerade... Wow. Sowas von glücklich. Ich kann das nicht in Worte fassen. Was haben wir hier? Kernreaktorfragment, okay. Ich bin gerade sowas von glücklich. Ich kann das gerade nicht in Worte fassen. Jetzt fehlt echt nur noch der Mehrzweckraum. Dann bin ich, glaube ich, wirklich richtig froh. Seek fluid intake. Ja, ja. Ich schaue nur gerade, weil hier... Ist einfach nur kaputt, ne? Da
dass ich hier wohl nichts übersehe, weil das war jetzt wirklich, also dass ich hier gestorben bin, war jetzt zum einen wirklich jetzt ein Wink des Schicksals. Wahnsinn. Wow, ich bin gerade so glücklich. Ich muss das glatt speichern, bevor ich hier sterbe. Unbedingt speichern. So ein Glück habe ich kein zweites Mal. Jetzt haben wir den Zyklopen endlich fertig. Oh mein Gott. Also die Teile, ne? Jetzt können wir bauen, so meine ich das. Wow, ich bin gerade echt, ich bin richtig glücklich gerade. So. Kernbrennstab. Kernreaktor zu betreiben, Gott sei Dank. Das kann man ja immer brauchen. Haben wir jetzt schon unsere Erde genug ausgebeutet? Stimmt, ein Viechlein habe ich entdeckt, per Zufall, weil ich es gefangen habe. Ein Augauge. Da habe ich noch nichts dazu gelesen. Das machen wir dann bei passender Gelegenheit. Der Lichtstab werde hier. Der Malklinge, bla bla bla. Zyklop-Tiefenmodul. Das werden wir jetzt hoffentlich auch bald finden. Krebserweiterungsgeschichte. Zyklop-Maschinen. Bauplan. Für einen Zyklop. Auf den freue ich mich jetzt wahnsinnig schon. Und jo. Kernreaktor. Lebensformzuchtbehälter. Jo, wir brauchen den Mehrzweckraum. Ich kann das nicht oft genug betonen. So, dann haben wir schon, hat er schon gejammert. Er ist durstig, das heißt, wir werden jetzt rein. Stabilizing. Genau. Den esse ich auch gleich weg. Den ist, das ist meine Eisenreserve, die behalte ich jetzt noch. So, und werde mich jetzt aufmachen zum nächsten Wrack, würde ich sagen. Das nächste Wrack, die nächste Untersuchung. Also das mit in der Nähe vom... Ich habe keine Ahnung, wo die Aurora ist, aber... In der Nähe von der Aurora war schon mal ein guter Gedanke von mir. Ja, halt die Klappe, du Viech. Echt, du nerviges irgendwas. Wie viele gibt es noch von euch? Ist schon genug. Das war sehr lukrativ. Ich freue mich. Wie ein Nockerbatzel. So. Jetzt ist nur die Frage, wie wir den bauen. Ob das... Den kennen wir. Den kennen wir schon. Alter! Der wird mich gleich wieder fressen. Ich sehe das schon. Ich hau mal hier ab. Ich habe nur gewartet, bis der Hundling kommt. Wir sind in der Nähe von der Aurora. Eindeutig. Sonst wäre dieser Hundskrüppel von Ungeheuerviech nicht hinter uns her. Ist er weg? Du Sackelbicker, du Schircher. So. Buh. Alter. Oh. Mein Herz. Mein Herz. Das war gerade zu viel. Es ist ziemlich dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Keine Zeit zum Verschnaufen, ne? Ich möchte gerne mal auftauchen, ich möchte gerne wissen, wo wir hier sind. Ich möchte gerne die Aurora sehen, nach Möglichkeit. Und jetzt muss ich niesen auch noch, Moment. Ach du Heilige. Es ist ja unwahrscheinlich. So. Ah. Eigentlich habe ich keine Pollenallergie und mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher. So. Nein, das kommt von meiner Arbeit. Da ist es oft recht staubig. So, ja. Ah ja, da ist die Aurora. Also ich habe nicht falsch gelegen, dass wir in der Nähe von ihr unsere Schätze finden werden. Gut. Es wäre so gut, sehr gut, wenn es endlich hell werden würde, damit ich hier wieder was sehen kann. Wobei, ich könnte eigentlich zurückschwimmen, unsere kleine Errungenschaft feiern und schauen, dass wir den Zyklopen bauen. Dann wäre die Erkundung auch schon leichter, ne? Schauen, was er für Materialien braucht und so. Also fahren wir zurück nach Hause, ist am besten. Schauen wir mal. Weil wir können eh dann einiges an Zeugs bauen. Und ich bin sehr gespannt, wo wir dann die Zyklopteile herkriegen für die Upgrades dementsprechend. Jetzt bauen wir mal das drum. Also ich versuche es mal zu bauen. Ich werde auch Licht machen. Das Licht ist schon. Oh, es ist so dunkel. Nehmen wir mal den Zyklopen bauen und dann schauen wir weiter. Jo. Das hat sich jetzt erstaunlicherweise sehr rendiert. Alter Schwede.
Ich hoffe, dass wir auch den Zyklopen dann mit Waffen einmal ausstatten können, damit wir ihm solche Riesen, See und Geheuer mal ein bisschen da verhauen können auch, ne? Wäre zumindest... Aha, okay. Wow, langsam. Hui. Fast gestrandet hier. Da bin ich etwas abgedriftet tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Den hört man bis hierher brüllen, ne? Dieses ungute Viech. Scheißlich ungut, wirklich. Tja, ja, ja. So schaut's aus. Ja, da war nochmal dieses Alienviech. So, ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt bin. Ich sehe überhaupt gar nichts. Könnte schon wieder hell werden, bitte. So. Ich muss nur irgendwie aufpassen, dass ich nicht unabsichtlich unser eigenes Schiff hier, unser Schiff, unser Zuhause, über den Haufen fahre. Das wäre nicht so schön. Jo. Ich werde auch sicherheitshalber mal die Seemotte draußen parken, weil ich echt keine Ahnung habe, wie groß der Zyklop jetzt ist. Ob wir dafür jetzt einen extra Tauchdock vielleicht bauen müssen, wegen der Größe. Oder ob das jetzt da oben bei der mobilen Fahrzeugstation zum Bauen ist. Könnte ich ja gleich mal schauen. Bin mir jetzt nicht sicher. Guten Tag. Und zwar, ich hätte einen Zyklopen zum Bauen. Fahrzeuge. Zyklop. Bestandteile unbekannt. Was? Hä? Warum? Ich kann den doch jetzt bauen oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Baupläne. Ausrüstung. Destillanzug. Machen wir den mal. Okay. Der Destillanzug. Nach Industriestandards wurde entworfen, um den Wasserverlust bei der Erforschung feindlicher Umgebungen durch Filtration und Wiederverwertung von Körperflüssigkeiten zu minimieren. Ipfui. Zurückgewonnenes Wasser wird zum späteren Verbrauch in Behältern gesammelt. Durchschnittliche Produktionsrate ist 2 Flaschen pro Tag. Ach du Scheiße. Filtriert Verunreinigungen aus nicht weniger als 4 verschiedenen Körperausscheidungen. Pfui. Blut und Schweiß werden effektiv verarbeitet. Das Modell 2 nutzt auch Tränenflüssigkeit so gut wie möglich. Eingebauter Geschmacksneutralisator kann beim Anlegen aktiviert werden, nicht in allen Ausführungen enthalten. Der Destillanzug, weil das Trinken wiederverwerteter Urins besser ist als der Tod durch Verdursten. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Lebensform Zuchtbehälter. Trotz der riesigen Fortschritte in stellarer Technologie ist von der Altera-Gesellschaft betrieben wurde, hat die Erforschung neuer Welten weiterhin ihre Herausforderungen. Fremde Lebensformen sind eine von ihnen, daher wurde der Lebensform Zuchtbehälter entwickelt. Er ist in erster Linie dazu gedacht, größere oder gefährlichere Arten zu züchten. Kann man sie dann auch dressieren, weil dann würde ich dieses Riesenviech nämlich für meine Zwecke nutzen. Technische Eigenschaften. Behälter muss in Mehrzweckräumen gebaut werden. Habe ich da ja nicht. Behälter können bei übereinliegenden Räumen miteinander verbunden werden. Eine Luke muss eingebaut werden, um Zugang zum Behälter zu erlangen. Der Boden des Behälters ist ein Beetkasten, in dem Wasserpflanzen angebaut werden können. Zuchttipps. Sofern ausreichend Zeit und Platz vorhanden ist, können sich Organismen derselben Art fortpflanzen. Eier im Behälter werden mit der Zeit zum Ausschlüpfen gebracht. Organismen, die in Gefangenschaft aufgezogen werden, zeigen oft ungewöhnlich passives Verhalten. Achtung! Umweltkontrollen können versagen, wenn der Behälter überbevölkert ist. Infektionen können in künstlichen Umgebungen schneller auf andere Exemplare übertragen werden. Klopfe niemals gegen das Glas, du weißt nicht, was zurückklopfen wird oder wie hart. Okay. Okay, das sollte man sich merken. Haifischbecken. Zum Beispiel.
So, das erklärt jetzt aber nicht, was jetzt mit dem depperten Zyklopen los ist. Jetzt habe ich endlich das Rezept und ich kann nicht bauen. Wollen die mich jetzt schälen? Die Herrschaften? Zyklop-Maschinenbauplan. Ah, ich verstehe schon. Das ist nur der Maschinenbauplan. Der Zyklop selbst ist noch nicht, genauso wie der Brückenbauplan und der Rumpfbauplan. Das muss ich alles haben. Leck mich doch am allerwertesten. Ja, leck mich doch am allerwertesten. Gut, wir haben wenigstens schon mal einen Teil von 4, wie es ausschaut. Oder mehreren. Gritzkel, Gritzkel, Gritzkel. Gut. Gut. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Diese Zeit nutzen wir gleich aus und würde sagen, ja, grüß Gott. Würde sagen, dass wir per Konstruktionswerkzeug eventuell das was wollte ich sagen? Einen Schrank wollte ich nochmal bauen. Entweder ein Wandspind oder gleich einen Schrank. Ich glaube, ich mache gleich nochmal einen Schrank. Aber wohin? Hierhin. Da ist das dann fürs Titanium. Das passt uns schon. So circa in etwa. So. Genau. Zack, da kommt unser... Fertig? Nee, ist nicht ausgegangen, ne? Wegen Batterie leer. Lol. Aber das ist ja kein Problem. Oh, wir sind ja jetzt da. Nachhaltig. Na, das wollte ich nicht. Zusammenbauen. So. So. Öffnen. Und zwar, da kommt das Titan rein. Sehr gut. So, das zu dem. Ist zwar ein bisschen weiter weg. Es hätte vielleicht getauscht gehört, aber ist ja wurscht. Egal. So, da haben wir noch ein paar Batterien. Ich könnte, glaube ich, auch... Da ist die leere. Eine tue ich noch rein. So. Dann haben wir da Salz. Ein Salz behalte ich gleich mal. Den behalte ich auch mal. Den werde ich gleich wegfressen. Glaube ich. Dann hier kommt rein. Das habe ich denn gegessen. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn sparen. Egal. Ja, das war der Hunger. So, das wollte ich noch wegtun. Und hier bin ich eh voll. Gut. Passt. Können wir wieder Sachen sammeln. Scannen und sammeln. Tschüss. Genau, ich wollte noch eine Solargeschichte bauen. Noch eine dritte, ne? Aber das zahlt sich jetzt gar nicht aus. Ich habe derweil nur eine Batterie, die geladen werden muss. Das ist... die gute hier. Mehr habe ich dabei eh nicht, glaube ich. Nein. Jo. Passt. Der Krebs steht da noch schön bescheiden herum. Hat Zeit dafür. Jo. Dann müssen wir uns wieder auf die Pirsch machen. Ich habe jetzt Notproviant mit. Ich habe noch was zum Heilen mit. Das gute Salz. Soll ich nochmal ein Wasser machen? Ich mache nochmal ein Wasser. Röhrenkorallen müssen wir dementsprechend auch bald wieder farmen. So, mal Wasser. Eier und den Anzug könnte ich eventuell. Ich weiß nicht, den werde ich glaube ich nicht warm. Ich glaube, mit dem Anzug werde ich nicht warm. Der Stilanzug. Und hier Lichtstab. Und hier haben wir noch was Neues: den Kernbrennstab. Aha. Kristallines Uranit brauchen wir dafür. War eh wieder logisch, ne? Eines haben wir eh schon. Ja. Bitte. Ja, dann müssen wir halt noch was zum Essen fangen. Das könnte ich jetzt auch noch machen. Wird sich gerade anbieten. Grüß Gott. Solar, Solar. Ja, passt. Würde ich sagen, das arme Klubschi muss dran glauben. Ist es denn da? I'm sorry. So. Ich hab
habe jetzt gerade irgendwas Grünes gesehen. Ich dachte schon, da wäre irgend so ein Monster schon wieder. Ja, brauche ich dabei kein Monster. So. Ich wollte nur noch ein Fischchen fangen für unsere Beutetasche. Für unser Überleben. Oder zwei. Wäre besser, vielleicht zwei zu haben. Ist aber gut, jetzt mal was zu finden hier. Kann ich dich essen? Ich fahre ihn einfach mal über den Haufen. Boah, mein Glück. Kann ich den essen? Wo ist er denn? Wo treibt er denn hier? Ja, ich glaube schon. Oder? Bist du zum Nahrung? Ja, passt. Kann ich auch essen. So, wofür man eine Seemote nicht missbrauchen kann, ne? Achso, das war jetzt nur ein Gesteinsding. Da dachte ich schon, hä? Was ist denn das? Da hätten wir noch ein Klubschilein, wenn ich ihn erwische. Jawohl. Ich verdrück mich jedes Mal. So, danke schön. Damit kommen wir jetzt einigermaßen wieder runter. Nochmal schnell nach Hause. Noch schnell kochen und ein bisschen essen und dann erkunden wir weiter. Ja, ich bin schon auf dem Weg nach Hause. Das hätte ich nicht gedacht, ha? Wenn ich es finde. Da. Das Tauchdock ist buggy. Schaut zumindest echt komisch aus von da unten. Jetzt ist es schon ein bisschen besser. Gut, dann hätten wir das auch. Und dann werden wir halt unser Glück weiter versuchen, ne? Wieder uns in der Nähe der Aurora mal wieder aufhalten, wieder ein bisschen herumschauen, ob man nicht per Glück zufällig was Passendes finden für uns. Weiter, jetzt habe ich jetzt zwei oder drei? Zwei, drei. So, jetzt passt's. So, machen wir gleich geböckeltes Essen, das gibt ein bisschen mehr. Zwar muss ich dann wieder was trinken, aber wurscht. Passt. Danke. So, dann runter damit. Sehr gut. Sehr gut. Und dann haben wir noch was als Reserve. Ich weiß nicht, ich esse den gleich weg. So, habe ich die beiden noch, das passt schon. Das ist schon okay. So, passt. Medikit, noch ein viertes, sicherheitshalber, falls uns dieses Riesenviech angreift. So, und zack. Dann schauen wir uns weiter um. Das war ja vorhin sehr supi. Könnte ja so weitergehen. Dann schauen wir gleich direkt unterhalb der Aurora in der Gegend uns mal um, ob wir da vielleicht nochmal ein Teilchen, also so ein Teil finden mit einem Mehrzweckraum und so weiter. Das wäre wirklich schön. Aber das muss halt wirklich ein schöner Schrotthaufen sein, wie es ausschaut. Also wirklich ein schönes Stück von der Aurora selbst, welches wir dann untersuchen können. Weil da scheint wirklich dann die richtig fette Beute auf uns zu warten. Da? Ich weiß, ich schaue mir immer so kleine Dinge an, aber... Achso, die mobile Fernsehstation. Passt schon. Das passt schon. Gut. Ja, ja. Es ist halt immer ganz interessant, weil oft liegen eh so kleine Kisten in der Nähe rum. Dann hat man schon die Vermutung, dass hier vielleicht bald mal... Aua! Entschuldigung, bald mal was Größeres auf uns warten könnte. Ja, ja, ja. Ja, danke schön. Aber ich weiß, ich werde absaufen, aber ich habe eh schon eine bessere Dingsbums. Da schau. Da haben wir ja schon wieder einen drum, ne? Nicht einmal weit weg von uns. Ich wollte ein Salz noch haben. Da. Da haben wir schon wieder was gefunden. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Glaube ich. Jo. Jo. Machen wir im nächsten Part. Anständig und sauber. Ihr Lieben, das war's für heute.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!